Während in Deutschland noch gerungen wird, ab wann eine langsame Rückkehr zur Normalität möglich ist, öffnen andere Länder bereits ihre Restaurants und Geschäfte. Auch die ersten Schulen gehen wieder in Betrieb. Die sogenannte Verdoppelungszeit liegt in Deutschland augenblicklich bei rund 25 Tagen. Die Experten sind vorsichtig optimistisch. Nach 12 Stunden Streife auf dem Wasser kehren Hauptkommissar Uwe Schmidt und seine Kollegen zurück in ihren Heimathafen. Die Bilanz ihrer Schicht: 15 Sportboote und 3 Binnenschiffe kontrolliert, eine Umweltgefahr beseitigt und 2 Wassertouristen aus ihrer misslichen Lage geholfen. Das ist der Alltag bei der Wasserschutzpolizei. Sicherheit rund um die Uhr auf Havel und Spree. Nicht nur auf der Schiene sind die Fahrgastzahlen auf ein Minimum geschrumpft. Besonders hart trifft Corona die mittelständischen Omnibusbetriebe. Unternehmerin Sabine Berger hat bereits 80% ihrer Flotte vorübergehend stillgelegt. Auf der Straße sind nur noch die Busse, die im Auftrag des Verkehrsverbundes im Linienbetrieb fahren. Sogar die Post wird hier im Spreewald mit dem Kahn ausgetragen. 65 Haushalte beliefert Andrea Bunar täglich. Kein Wunder, dass die Postbotin ein beliebtes Fotomotiv ist. Schließlich handelt es sich um die einzige Kahnzustellerin in Deutschland. Solche Kuriositäten gibt es eben nur hier, im Spreewald.